Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu Durch die kälteste Nacht von Brittany C. Cherry. Ihr wisst alle, ich bin ein riesengroßer Fan der Autorin und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass was Neues von der Autorin jetzt gekommen ist. Ja, ich habe das Buch vom Lux Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ja, ich möchte direkt mit der Rezension anfangen. In dem Buch geht es um Kennedy. Kennedy hat einen ziemlich schrecklichen Schicksalsschlag hinter sich und ja, als ihre Schwester ihr anbietet, nach, wie heißt die kleine süße Stadt nochmal, nach Havenbarrow zu kommen, beziehungsweise sagen wir mal so, sie dorthin bringt, macht sie das auch, kommt in diese kleine Stadt und zieht da in ein Haus und ja, versucht sich wieder aufzuraffen. Und doch, womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass sie dort Jax begegnen würde. Und ja, den kennt sie aus ihrer Kindheit, weil das ihr Kindheitsfreund war und die beiden ja einiges verbunden hat. Aber irgendwie haben sich ihre Wege getrennt. Doch jetzt treffen sie wieder aufeinander. Doch, ja, Jax ist unnahbar, er ist total kühl, er scheint allgemein überhaupt nicht beliebt in der kleinen Stadt zu sein und ja, so, das ist so die grobe Storyline und ich muss sagen, mir hat das Buch so, so, so gut gefallen. Fangen wir bei Kennedy. Kennedy war für mich eine absolut wundervolle Protagonistin. Also diese Frau, die zieht halt in diese kleine Stadt und man kennt das ja vielleicht. Jeder weiß von jedem, alles was passiert, macht direkt die Runde. Und ja, so ist das auch bei ihren neuen Nachbarn. Es kommen ganz viele neue Nachbarn bei ihr an. Ja, viele kleine Zicken, sagen wir mal so. Und ja, die dann ihr was erzählen wollen, beziehungsweise die wollen ihr dann was über die Bewohner erzählen. Aber Kennedy ist einfach so, so toll, weil sie eine so unvoreingenommene Person ist. Sie bildet sich einfach über Leute ihr eigenes Urteil. Und wenn hier jemand sagt, hör mal, der ist scheiße, die Alte ist nervig, sie lässt sich davon überhaupt nicht beirren. Sie ist halt nicht so eine Person, die sich davon mitziehen lässt und diese Person, über die da schlecht geredet wird, noch nicht mal, dass sie denen noch nicht mal eine Chance gibt. Ganz im Gegenteil, sie bildet sich einfach ihre eigene Meinung und gibt diesen Menschen trotzdem eine Chance. Und das fand ich so, so toll an ihr. Und ich finde, das macht zum Teil auch wirklich ihren Charakter aus, dass sie einfach so ein liebenswerter Mensch ist und dass sie einfach allen eine Chance gibt, egal, was sie von denen gehört hat, beziehungsweise dass sie sich auch von diesem Gehörten überhaupt nicht beeinflussen lässt. Ich habe das so, so sehr an ihr geliebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das zu ihr. Kommen wir zu Jax. Jax mochte ich auch von Anfang an. Er ist halt so von seinem ersten Auftreten her so ein, ja, ein fieser Kerl. Ich sage jetzt nicht, was passiert bei seinem ersten Auftritt oder so, aber er ist halt schon ziemlich rumpelig, ziemlich ranzig und das fand ich ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist er nicht wirklich so, beziehungsweise er ist schon so, aber er möchte ja hinter seiner taffen Fassade was verstecken und beziehungsweise ziemlich viel auch verdrängen. Und ich fand dieses Zusammenspiel der beiden so, so toll. Natürlich, am Anfang haben sie es sehr, sehr schwer, beziehungsweise Jax macht es ihnen beiden auch sehr schwer. Aber auch eine Sache an Kennedy, die ich so unglaublich fand. Sie lässt sich davon natürlich nicht beirren. Sie gibt nicht auf und macht weiter und probiert die ganze Zeit irgendwie an Jax heranzukommen. Und ich habe es absolut geliebt, muss ich sagen. Ja, ich fand es ganz, 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 ganz toll. Es hat mir so gut gefallen. Ich fand einfach, die Charaktere haben das Buch so wundervoll gemacht. Natürlich, die Geschichte der beiden war schon an sich richtig, richtig toll.
Aber die Charaktere, die haben das Ganze nochmal so abgerundet und so dolle einen rausgeholt. Ich finde einfach allgemein, Brittany C. Cherry, die hat eine so unglaubliche Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Weil sie erzählt wirklich meistens Geschichten von wirklich sehr kaputten, gebrochenen Charakteren, denen viel Schlimmes in ihrer Vergangenheit passiert ist, aber ja, gleichzeitig erzählt sie halt auch von Hoffnung und davon, dass alles irgendwann besser wird. Und ich habe mir halt auch wirklich so viele Sachen hier markiert. Nee, ihr könnt es leider nicht sehen. Es gab so viele tolle Stellen und nicht nur die Hauptprotagonisten, sondern auch vor allem zwei der Nebenprotagonisten. Die fand ich so toll. Um einen dieser Protagonisten geht es tatsächlich auch in dem zweiten Band dieser Reihe. Ich weiß gerade, wie heißt der denn? Hieß der Colton? Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß. Es war auf jeden Fall diese ältere Frau. Auf jeden Fall, ja, also für mich ein absolutes Herzensbuch. So toll. Und am Ende tatsächlich ist auch noch was passiert, was ich so krass fand. Und ich war so sauer und habe mir nur gedacht, boah, wie kannst du nur? Es ging halt um einen bestimmten Charakter. Keinen unserer Hauptprotagonisten, aber ja, es war einfach, es hat mich so wütend gemacht, was da passiert ist, weil ich mir nur so gedacht habe, boah, wie kann man so schrecklich sein? Wie kann man jemandem sowas antun? Allgemein behandelt das Buch natürlich schon sehr ernste Themen. Es gibt auch eine Triggerwarnung für alle, die da irgendwie betroffen sind, dass sie da getriggert werden oder sich getriggert fühlen. Wie gesagt, das Buch behandelt halt schon solche Themen, weil man, man liest halt auch aus der Vergangenheit der Protagonisten. Wie gesagt, die beiden kennen sich. Es gibt immer so Kapitel, wo sie 13 oder 12 Jahre alt sind, weil die sich halt in so einem Sommercamp kennenlernen. Und hauptsächlich gibt es dann natürlich die Kapitel aus der Gegenwart. Diese Vergangenheitskapitel sind nicht so viel da, nur so ein bisschen, aber ja, so viel zum Buch. Ich fand das wirklich wieder ganz, ganz wundervoll und ich kann es kaum erwarten, den nächsten Teil zu lesen, weil da geht es auch wirklich um Protagonisten, der mir sehr ans Herz gewachsen ist hier in diesem Buch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Bücher von Brittany C. Cherry kennt und wenn ja, welches euer Lieblingsbuch ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!